das ist unser Kind. Sie haben einen neuen Bonus freigeschaltet. Das ist mir egal. Wo ist das Kind? Ist jetzt entführt worden, weil wir irgendwie weggedriftet sind oder keine Ahnung, ist der abgehauen? Hat er keinen Bock mehr gehabt oder. Och Mann. Verzweiflung. Dienstag 1955, 33,68 mm, was immer das mm macht. Glauben Sie, es dauert lang? Nein, er ist bald fertig. Okay. Na komm schon. Ich hab schon mal doof angeguckt. Naja, ich glaube, da würde ich hier doof gucken bei sowas. Da müssen wir eigentlich noch warten. Was trinken? Ich bin weg, Charlene. Ich schaue mir die Berichte später an. Sagen Sie alle Termine heute okay. ab. Okay. Oh, Captain. Agent Norman Jaden vom FBI ist hier. Jaden, natürlich. Wir haben Sie erwartet. Ich bin etwas in Eile. Kommen Sie mit? Wir unterhalten uns auf dem Weg. Ja, sicher. Ich wollte mich bei Ihnen noch vorstellen, bevor ich mit der Arbeit beginne. Oder passt es Ihnen gerade nicht? Doch, doch. Es passt. Ich muss zur Pressekonferenz. Die sind jetzt täglich. Es ist nicht einfach, immer etwas für die zu finden. Zum Glück haben wir heute Neuigkeiten. Haben Sie schon Lieutenant Blake getroffen? Ja, heute Morgen. Er hat so seine Methoden, ist aber ein guter Mann. Sie kommen sicher gut klar. Können Sie eine Krawatte binden? Ich glaube schon. Ehrlich gesagt, ich war nicht scharf auf das FBI, aber die Presse belagert uns. Der Origami-Killer-Fall erwischte uns und ist jetzt von nationalem Interesse. Hunderte von Mördern laufen frei rum. Aber Sie wissen ja, dieser Typ ist exotisch. Hinterlässt Blumen und Origami-Figuren. Kapier das einer. Dann kriegt die Presse Wind davon und wir sind der Mittelpunkt der Welt. Ich bin hier, um einen Serienmörder zu schnappen. Bei allem Respekt, Sir, alles andere geht mich nichts an. Nein, natürlich nicht. Ich bitte Sie nur, dass es vorangeht. Und zwar schnell. Die Presse will einen Täter. Und wir müssen ihn servieren auf einem Silbertablett. Nicht schlecht. Gehen Sie zu Charlene. Sie zeigt Ihnen ihr Büro. Kommen Sie zur Pressekonferenz, wenn Sie das interessiert. Da bekommen Sie einen Eindruck vom politischen Klima hier. Danke, Sir. Willkommen im Club, Jaden. Entschuldigung. Charlene. Ah, das war die Olle am Anfang, glaube ich, ne? Warum läufst du eigentlich nicht? Also die Steuerung, muss ich dazu sagen, ist manchmal echt... Oh!
Also die ist so böse gewöhnungsbedürftig. Ah, so ist es. Genau. Schöne Uhr. Oh, das ist das Geschenk für unsere neuen Lieutenants. Wir kaufen bei jeder Beförderung seit 20 Jahren immer dieses Modell. Wissen Sie, sowas ist sehr nützlich und es kommt immer wieder gut an. Sie können gern was dazugeben, wenn Sie möchten. Wir brauchen noch was. Sagen Sie Larry meinen Glückwunsch. Das mache ich sehr gerne. Captain Perry sagt, Sie zeigen mir mein Büro? Ja, natürlich. Kommen Sie. Also, ich muss dazu sagen... Wo ist jetzt hin? Da. Also, ich muss dazu sagen, dass die Steuerung echt sehr gut ist. Tolles Büro. Das? Das ist mein Büro? Sie sollen hier erstmal warten. Wenn Sie etwas brauchen, sagen Sie Bescheid. Super Büro, ey. Oh, der Arme. Okay, Zeit zu arbeiten. Schritt 1. Das Büro wechseln. Komm, nimm mir das dann. Öffnen. Yay, wir sind auf Mars. Das ist geil. Ich hätte auch gerne so eine Brille. So. Ja. Okay. Das sieht auch nicht schlecht aus. Was haben wir noch? Was haben wir noch? Bam. Alter. Also da hätte ich ehrlich gesagt Angst, mich zu bewegen. Na komm, öffne. Das ist geil. Ich glaube, da will ich gerne bleiben. Der Killer fährt wahrscheinlich einen 83er Chevrolet Malibu. Toll. Okay. Origami-Figur. Keine Abdrücke oder Hinweise. Hilft nicht gerade viel.
Eine verbreitete Art. Das hilft nicht viel. Die Orchidee ist sehr verbreitet. Die gibt es in jedem Blumenladen. Nur ein Origami-Geschäft in der Stadt. So, was als nächstes? Akten. Okay, dann öffnen wir wieder. 8 Opfer in den letzten 3 Jahren. Alles Jungen im Alter zwischen 9 und 13. Keine Anzeichen von Gewalt. Die Opfer verschwinden tagsüber von öffentlichen Plätzen. Niemand bemerkt irgendwas. Die Leichen tauchen nach 3 bis 5 Tagen auf. Ertrunken. In Regenwasser. Das ist echt hart. Der Killer hat einen großen Aktionsradius. Er gewinnt schnell an Sicherheit und verlässt den Ausgangspunkt. Was das Geoprofiling nicht einfacher macht. Nee. Neben dem Fundort der Leichen ist immer eine Bahnlinie. Alle Opfer sind im Herbst verschwunden. Ach verdammt, die andere hätte ich noch gebraucht, die andere Akte. Moment. Ach, ich tue gerade mal mein Bein aufstrecken. So. Was haben wir jetzt eigentlich gehabt? Haben wir jetzt das gehabt? Ja. Verdammt. Neben dem Fundort der Leichen ist immer eine Bahnlinie. Alle Opfer sind im Herbst verschwunden. So, dann will ich jetzt mal das da haben. Das gleiche Ritual. Ein Origami in der Hand, Orchidee auf der Brust. Die Opfer sind beim Auffinden weniger als 6 Stunden tot. Sie sind also noch ein paar Tage am Leben, bevor sie ertränkt werden. Über 3500 Menschen befragt. Mehr als 100 Verdächtige verhört. Und keine einzige Spur. Okay. Der Killer ist weiß, zwischen 30 und 45. Er ist intelligent, ruhig und entschlossen. Ein organisierter Typ. Fährt ein Auto. Er ist wahrscheinlich angestellt, aber er hat auch freie Zeit. Hatten wir schon. Hallo. Stopp. So. Das war es eigentlich, oder? So. Schon wieder. Ich wasche mir lieber das Gesicht. Ich muss etwas nehmen. Ich werde sonst ohnmächtig. Alles okay. Ich weiß, ich schaff das. Ich weiß, ich schaff das.
Was auch immer der da nimmt. Das sieht nicht so gut aus. Das ist Lieutenant Blake, Mr. Maas. Erzählen Sie ihm, was passiert ist. Es war heute Nachmittag. Ich ging in den Park mit meinem Sohn Sean. Wir haben ein wenig zusammen gespielt. Dann wollte er auf das Karussell, also setzte ich ihn auf eines der Holzpferde. Und als ich mich umdrehte, war Sean verschwunden. Um exakt wie viel Uhr waren Sie im Park? Überlegen Sie genau, Mr. Maas. Jedes Detail kann wichtig sein. Es war ungefähr... Uhr 30, glaube ich. Ich bin nicht sicher. Was trug Ihr Sohn, als er verschwand? Er trug eine Jacke. Die war beige. In beige. Und eine Hose. Oh Gott. In beige. Wie konnte Sean verschwinden, ohne dass Sie es merkten? Waren Sie nicht bei ihm am Karussell? Ich habe eine kleine Runde im Park gedreht. Nur ein paar Minuten. Als ich zurückkam, hatte das Karussell angehalten und Sean war weg. Sie waren mit Ihrem Sohn nach der Schule im Park. Sie meldeten sich hier um 20.15 Uhr. Warum sind Sie so spät zur Polizei gekommen? Ich war in der ganzen Nachbarschaft. Ich dachte, er könnte nicht weit sein. Okay. Das war's für den Moment. Sie können gehen, Mr. Maas. Wir suchen Sean die ganze Nacht. Wir werden uns melden, wenn wir Sie brauchen. Glauben Sie der Origami-Killer? Hören Sie, vermutlich ist Ihr Sohn nur weggelaufen und kommt bald wieder. Und wenn es der Origami-Killer ist? Dann haben wir noch 4 Tage, um ihn lebend zu finden. Wie hoffnungsvoll. Haben Sie was? Nein, noch nichts. Aber Sie suchen die ganze Nacht. Glaubt man, dass es der Origami-Killer ist? Grace, das kann man noch nicht sagen. Aber es ist eine Möglichkeit. Was ist passiert, Ethan? Wie konntest du Sean verlieren? Du hättest ihn nie aus den Augen lassen sollen. Verdammt, ist es denn so schwer, auf ein Kind im Park aufzupassen? Warum hast du ihn allein gelassen? Warum? Hat Jason zu verlieren nicht gereicht? Entschuldige. Das wollte ich nicht sagen. Ich vermisse ihn so sehr. Ich vermisse ihn. Wir vermissen ihn auch. Erinnerung, führen Sie die Bewegung langsam mit dem rechten Stick aus, okay? Aber ich denke, ich werde jetzt hier auch mal Feierabend machen, weil ich muss das ganze Zeug ja auch noch schneiden und rendern. Und ja,
denke mal, das langt dann auch für heute erstmal. Warten wir noch, bis hier wieder Billchen kommt und dann... Ja komm schon, mach hin. Also wir sind also drei Personen. Wir sind einmal diesen FBI-Agent, wir sind der Detective und wir sind... So, jetzt aber. Wir sind also dieser Polizeiagent und wir sind der Detektiv und wir sind der Vater. Wobei ich immer noch der Vater glaube, dass der Vater echt der Killer ist. Warum auch immer, ist das nur so ein Gefühl gerade. Aber ist es euch jetzt erstmal wurscht. Ich hoffe, es hat euch gefallen, mein neues Let's Play. Auch wenn es jetzt also gewöhnungsbedürftig für mich ist. Ich nehme es über einen Elgato auf, am PC und PlayStation 3. Also ich spiele über PlayStation 3 und über den PC und so nehme ich auf. Es kann halt sein, dass bei den Ton ein bisschen hier und da ein bisschen rumspinnt. Ich hoffe, es tut es aber nicht. Wünsche mir Glück beim Schneiden. Ich hoffe, ich tue es nicht vergeigen. In dem Sinne sage ich mal... Na, wo ist denn hier? Ah, da. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, eine gute Nacht. Einen schönen Abend, guten Morgen und man sieht sich, man liest sich, man hört.